Wollen Sie mir bitte bestätigen, Senor de Goya, dass ich Ihnen ein Schreiben der Heiligen Inquisition übergeben habe? Gesegnet sei der heilige Jungfrau. Dreimal gesegnet. Dreimal gesegnet. Dreimal gesegnet. Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer. Du, der du sie nicht abwerfen kannst? Hinaufsteigen und hinabstürzen. Schluck, du Hund. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Das stammt von Ihnen. Ja. Und die Aufschriften sind auch von Ihnen? Ja, von mir. Was für eine Bewandtnis hat es mit den Blättern? Sollen Sie nur ausdrücken, was in den Aufschriften steht? Oder vielleicht noch etwas anderes? Wenn Eure Eminenz glauben, in meinen Zeichnungen etwas entdeckt zu haben, einen verborgenen Sinn, das wäre auch ein Zufall. Ich bin nicht sehr geschickt in der Wahl von Worten. Warum denn so bescheiden? Im Gegenteil, Ihre Worte sind sorgfältig gewählt. Wem dienen diese Ihre Zeichnungen? Dienen sie dem Wohl der Kirche? Sie dienen der Wahrheit. Wenn ich recht verstehe, unterscheiden Sie zwischen der Kirche und der Wahrheit. Ich frage, ob Sie einen Unterschied machen zwischen der Kirche und der Wahrheit. Die Kirche steht über der Wahrheit. Eine merkwürdige Antwort. Höchst merkwürdig. Im Capriccio Nummer 23 findet man das Heilige Tribunal der Inquisition und eine Verurteilte. Im Begleittext schreiben sie, eine rechtschaffene Frau so zu behandeln, schlimm. Schlimm. Wer behandelt Ihrer Meinung nach diese Frau so schlimm? Etwa das Heilige Tribunal? Wer? Das Schicksal. Was verstehen Sie unter Schicksal? Meinen Sie die göttliche Vorsehung? Verzeihung, Eure Eminenz, Sie wissen, ich bin ganz taub. Ich muss immer erraten, was Sie mich fragen. Möglicherweise habe ich Ihre Frage falsch verstanden. Wenn Ihre Ohren nicht hören, dann sehen vielleicht Ihre Augen. Die Dämonen. Spanien. Herr Eminenz. Aber ich glaube an Gott.